Hallo Leute, da bin ich wieder und es geht weiter mit Satinavs Ketten. Ja, die Zwölfe zum Gruße oder irgendeine andere tolle Grußformel mit irgendwelchen tollen Göttern aus der Welt des schwarzen Auges. Und ich kam zuletzt nicht weiter. 2 Sekunden nach der Aufnahme habe ich was ausprobiert, was ich nicht ausprobiert habe, nämlich einfach mal das zu verbinden. Stange und Kelch, weil beim Kelch meint er ja das. Damit könnte ich mir vielleicht etwas Honig stehlen, aber ich bin zu weit. Klar ist, dass er damit ran will, aber zu weit weg, dafür mit die Stange. Das ist völlig verrückt, aber ein guter Vogelfänger passt sich an seine Umgebung an. Und tada, was ich nicht ausprobiert habe, verlängerter Kelch. Und plötzlich, ganz einfach ohne Grund, sagt er dann auch, dass die Scheibe egal ist. Plötzlich macht er das. Das ist doch verwirrend. Vorher sagt er die ganze Zeit, die Scheibe ist im Weg. Und ich denke die ganze Zeit, ich muss da irgendwie eine Lösung finden. Aber nee, jetzt haben wir den Kelch mit Honig. Wir sind alle glücklich und zufrieden. Ich hau ab. Denn das wissen wir ja auch schon. Wir müssen mit dem Kelch nach oben gehen. Zu dem Riecherwesen. So doof. Man probiert die ganze Zeit, weil er halt sagt, ja, die Scheibe ist ein Weg, obwohl da gar keine ist. Ja, weil man halt das kombinieren musste. Und dann macht man das einfach. Man darf auch nicht so viel Wert darauf legen, was die hier sabbeln, ne? So sieht's aus. So, das stelle ich jetzt hin und guck mal, was passiert. Oh, da freut sich aber jemand. Oh. Und wer bist du? Dieses Wesen den Göttern. Also er hat sich jetzt gedreht. Und jetzt? Der Wind kommt aus einer anderen... Der Wind kommt jetzt ja von woanders her. Was hat sich jetzt geändert? Was ist jetzt? Sagt der V was dazu? Pavauris? Ja, bitte? Ja, bitte? Hallo? Seufzen des Einsiedlers. Warum seufzt? Das ist aber... Ja, ja. Wo ein schön... Das hat die... Es hat die Zeit. Es hat die Zeit jetzt irgendwie durcheinander gebracht. Ach, dann stirb. Bringt ja auch nichts, sich das 100-mal anzuhören. Der Wind kommt jetzt aus einer anderen Richtung. Hat sich da hier jetzt was getan? Ist das jetzt irgendwie anders hier, oder... Honig haben wir schon. Den Wind haben wir ja jetzt gedreht. Eigentlich. Jetzt müssen wir nur noch den Dings hier abschmettern. Können wir die Stange irgendwie bearbeiten? Zum Pfeil machen oder so? Ach was. Ich glaube nicht. Hat sich hier jetzt was geändert? Ich glaube aber eher nicht. Die Frage ist, würde ich das eigentlich auch hinkriegen? So kommt man da nicht durch. Ich darf meine Zeit nicht mit diesen Bildern vertrödeln. Wenn ich den hier rausnehme und da rein tue... Warte, Quatsch. Wieder nehmen? Nee, nimm ihn mal. Jetzt kannst du da auch durch... Und dass man das so hinkriegt, dass ich den Kristall hier oben wegnehme, aber wieder zurückkomme. Aber es geht ja gar nicht, weil ich muss doch hier immer einen reintun. Oder gibt es irgendwie eine andere Möglichkeit? Kann ich mit der Skulptur irgendwas machen? Gwindling würde sich die... Ach, Gwindling. Gwindling ist tot. Besser nicht. Der passt hier nicht. Passt da die Statue rein? Das lasse ich lieber. Nicht, dass ich doch wieder was übersehen habe. Dieses Loch irritiert mich auch. Es ist flach, so kann ich es... Ja.
Es muss auf jeden Fall Sommer sein, damit wir den Apfel runterschießen können. Oder sollen wir zuerst diese Farbenstatue machen? Aber ich würde eher das mit dem Apfel machen, aber uns fehlt halt ein Pfeil und der Speer ist ihm zu groß, als dass wir ihn zum Pfeil nehmen können. Waffen für Kunst auf die wäre ja ein winziges bisschen zu groß für einen Pfeil. Ja, und der Wind hat sich doch jetzt gedreht, Menno. Es muss doch jetzt irgendwie geholfen haben. Oder nicht? Gehen wir mal hier. Hier waren wir auch schon länger nicht. Hat sich hier jetzt was getan, hier oben? Nö, ne? Ah. Der Vogelgott spinnt überhaupt. Da müssen wir den Okolunculus hinbringen. Das wird sein neues Zuhause, nehme ich mal an. Bis dahin schleppen wir ihn mit uns rum. Gehen wir doch mal hier hin, wo der Brunnen jetzt kein Eiswasser mehr hat, sondern geschmolzenes Wasser. Keine Zeit, mich zu waschen. Durch den Brunnen komme ich hier sicher nicht raus. Nein, was soll das auch bringen? Weiß ich nicht. Nicht so. So nicht. Wozu denn? Weiß ich nicht, vielleicht gibt's ja irgendwie einen Zauber, der den Speer kleiner macht, sodass wir den als Pfeil benutzen könnten. Das wäre doch eine Idee. Zaubermäßig muss das ja irgendwie so die Verbindung sein zu dem Brunnenkram mit dem Baum. Können wir mit dem Speer hier was machen? Das geht so nicht. Nein. Warum sollte ich? Weiß ich nicht. Damit lässt es sich auch nicht öffnen. Damit lässt es... Ich glaube... Also, das Wasser ist zwar nicht mehr gefroren, aber er sagt da auch nicht viel zu. Kommen wir hier ja wohl nicht weiter. Na, immerhin. Was hat das mit dem Wind da oben aber auf sich? Wasserbecken. Wasserbecken hat was mit der Regenbogenstatue zu tun, mit dieser Lichtstatue. Das soll wohl dabei dann noch helfen. Können wir irgendwas kaputt machen? Eine Muschel? Wo ist das Meer dazu? Die Muschel fortan sein Spiel tanzt. Die Bilder in der Galerie dürfen nimmermehr berührt werden. Auch der Garten ist nicht mehr zu betreten. Der Besitz von Rosinen ist verboten. Verdurstete Trauben können niemandem schmecken, der bei Verstand ist. Wer die Gesetze missachtet, wird ans Ende des Nebels verbannt. Man darf nicht mehr in den Garten und man soll die Galeriebilder nicht anfassen. Männchen mal. Ich nehme mal kurz den Farbstein wieder an mich. Wir können ja trotzdem hier durchgehen und ich nehme den Farbstein mal wieder und packe ihn hier rein. Und guck mal, was passiert, wenn wir jetzt das angucken. Eine Treppe oder ein Regenbogen? Oder beides? Rot, gelb, grün, blau, violett. Das sind die Regenbogenfarben. Nein, orange fehlt. Orange fehlt. Aha, also sollen wir irgendwie diese Farbe herstellen können? Aha, die können wir da dann so reinstellen. Das ist ja schon mal cool. Das ist absurd. Das kriegen wir schon hin. Was ist, wenn ich das wegnehme? Dann ist die Statue aber immer noch da. Okay, ich weiß mal nicht, wie ich jetzt orange machen kann, aber es hat irgendwas mit dem Wasser ja da draußen auf sich, weil er meinte, das macht er dann wohl noch oder so. Hallo Fisch, ist wohl nur eine ganz normale Statue. Erstaunlich. Können wir die irgendwie kaputt machen? Wenn ich wenigstens etwas Nützliches könnte.
Tja, ich weiß auch nicht. Und wenn wir diesen Farbstein mitnehmen und, keine Ahnung, mit denen irgendwie was mit Orange machen, können wir das hier so reintun ins Wasser? Warte, jetzt ist ja wieder Winter. Ach so. Ach, das ist ja doof. So. Jetzt ist kein Wind, aber jetzt könnte ich den Farbstein auch nicht orange machen. Ich hätte den Farbstein eigentlich gern mitgenommen. Zum Wasser. Ich weiß nicht, ob man auch mit der Pfauenfeder das als Pfeil nehmen könnte. Kann ja auch sein. Ich habe keine Ahnung. Das führt zu... Ich will noch mal wissen, was er dazu sagt, zu der Figur. Vielleicht kann mir der Wasserfall helfen, aber zuerst kümmere ich mich um die richtigen Farben. Ach so. Also braucht er, und das verstehe ich jetzt erst, braucht er das Orange. Oder was? Oder wie, oder wer, oder wo? Sagt die Königin jetzt was dazu, dass Sommer ist und der Wind sich gedreht hat? Eure Majestät hat... Nein, haben wir nicht. Nein. Ach. Ach, der unsere Gesetze. Die klingt genauso wie der V. Das fließt ja hier so lang. Können wir den Kelch... Der Wind kommt. Den Kelch nochmal nehmen und nochmal woanders hinstellen? Ach, sieh mal einer an. Da will ich hin. Lalalala. Geron geht ganz schnell. Geron kommt jetzt da raus und geht jetzt dahin. Ja, super. Ach, so ist das. Wenn das... der Wind sich dreht, dann kommen hier die Steine und dann kommt hier eine Brücke und tada! Zack, sind wir an einem anderen Ort. Das ist ja cool. Wir sind wieder weitergekommen. Yay! Und da ist auch Farbe. Ohne Pinsel kann ich nicht malen. Brauchst auch gar keine Pinsel. Nimm die Lichtstatue, die hier. Das führt zu... Schade, ich brauche eine Art Pinsel. Dann nimm die Stange. Das ist kein... Dann basteln wir uns was. Das ist kein... Natürlich. Kriegen wir schon hin. Augenhöhle. Das rechte Auge ist so blind wie das linke. Wie zum Henker bringe ich eine blinde Statue zum Sehen? Das wäre nämlich unsere nächste Aufgabe. Zu diesem Feuer hier sagt er aber auch nichts. Wir haben doch unser Okulunculus. Nicht in diese Augenhöhle. Die ist vom königlichen Gemach aus nicht zu sehen. Dann die. Da sind wir. Das ist die Augenhöhle? Es ist etwas ungemütlich. Ich möchte lieber woanders hin. Aber... Nein, 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 nein. Hier bleib ich nicht. Schon gut. Okay, es ist ihm... Ich lass mir was einfallen. Es ist ihm, glaube ich, einfach nicht dunkel genug und so. Das habe ich schon kommen sehen. Ach ja, schön. Nein, nein, nein. Oh ja, ja, ist ja gut. Wie kriege ich denn das, Und wenn wir Winter machen, Moment mal. Das mit dem Wind hat ja Gott sei Dank nichts mit den Jahreszeiten zu tun. Und vielleicht brennt das Feuer da ja auch, weil gerade irgendwie Sommer ist oder so. Wir machen mal. Wir machen es mal wieder kalt hier. So, wir nehmen den Farbstein. Zack. Und dann gehen wir wieder nach oben. Jetzt ist wieder Winter, alles trostlos. Ich finde es richtig trostlos so. Also total wunderschön gestaltet im Winter, aber man merkt irgendwie, es ist alles so kalt und leise. Und es hat wohl doch was mit den Jahreszeiten zu tun, denn jetzt komme ich nicht mehr rüber. Und das, obwohl das Ding ja immer noch genauso steht wie vorher. Nee, so komme ich da nicht rüber. Es muss Sommer sein, sonst geht das nicht.
Mist. Das ist natürlich blöd. Ich könnte den Kristall natürlich auch mitnehmen. Ich weiß nicht, ob mir das irgendwie was bringt. So, gehen wir nochmal nach oben. Ach, rote Farbe. Wir müssen die halt natürlich rot mit Gelb mischen, damit wir Orange kriegen. Vielleicht könnte man da auch den Honig nochmal irgendwie sich zunutze machen, der ja gelb ist, mehr oder weniger. Oder diese gelben Flammen, ich weiß es nicht. Gibt es hier dann eigentlich noch irgendwas anderes, was ich übersehen haben könnte? Wie zum Beispiel ein Zweig, um sich einen Pfeil zu basteln. Dann hätten wir nämlich schon mal... Ah. Ruinen, tote Wälder, ausgetrocknete Seen. Noris Welt ist völlig zerfallen. Von hier aus lässt sich geradewegs in die Gemächer der Königin schauen. Wie zum Henker bringe ich eine blinde... Also das Okulunculus soll hier auf jeden Fall hin. Es ist ihm aber nicht dunkel genug. Wozu brauchen die Feen Farbe, wenn sie zaubern können? Wahrscheinlich ist ihnen verboten zu zaubern. Warum sollte ich? Warum nicht? Hm? Nein. Das bringt... Nee, das Okulunculus ist schon richtig an dieser Stelle. Keine Zeit für... Ich brauche halt einen Pinsel. Das ist die Pfauenfeder. Ja. Der Pinsel wird die Pfauenfeder sein. Das würde am meisten daran kommen, an der Art Pinsel, die Pfauenfeder. Dafür ist der Hund die 100 pro da. Aber was nehmen wir als... Ja. Natürlich. Besser nicht. Ich weiß. Ja, na gut, dann, ja, okay, bin ich hierhin wenigstens gekommen. Was ich natürlich jetzt auch wissen will, ist, ob hier dieses Riechwesen auch noch was anderes bauen kann. Vielleicht von der anderen Seite. Deswegen nehme ich mal den Kelch und probiere jetzt nochmal aus, ob sich dann wieder was tut. Norden zum Beispiel mal. Okay. Einfach mal alles ausprobieren. Da kann das Riechwesen ja anscheinend nicht widerstehen. Osten hatten wir schon, Südosten vielleicht mal. Hat der Pfau hier irgendwas sich verändert gerade? Habe ich mir das nur eingebildet? Ich will es nochmal ausprobieren. Da leuchtet doch die Pfauenfeder. Muss ich gleich nochmal ausprobieren, bis ich einmal rum bin. Jetzt leuchtet die hier. Die fangen hier alle nacheinander an zu leuchten, merke ich gerade. Je nachdem, wo das Ding hier steht. Der Wind kommt aus einer anderen. Und da macht er so ein tiefes Brummen auch. Jetzt müsste eine der unteren eigentlich leuchten, weil oben habe ich das nicht mehr gesehen. Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht da immer, wo der rote Dings ist, aber nee. Dieser rote Punkt. Ich komme nicht. Er sagt ja auch immer, er kommt nicht ran. Und es gibt doch eine Zeit, wo der Pfau schläft. Und da würde ich dann rankommen an eine Feder und das dann als Pinsel nehmen für die Farbe und
Eigentlich wollte ich ja aber den Apfel kommen und dafür brauche ich einen Pfeil. Tja. Mach mal, seh mal zu hier. Geh da nochmal hin. Ich will nur nochmal einmal den Pfau hören, was er sagt, wegen dem, wann er schläft. Pavauris? Ja, bitte? Musst du als Uhrenpfau immer wach bleiben? Wo denkst du hin? Im Winter gönne ich mir um die Mitternachtsstunde immer etwas Ruhe. Dann störe ich. Also es muss Winter sein und es muss Nacht vor allem sein. Wie krieg ich das denn hin? Wie soll ich mein Pavauris? Ja, bitte. Wie krieg ich das denn hin mit den Tageszeiten? Uhr. Du weißt also immer, welche Stunde geschlagen hat. Und woher? Ich richte mich natürlich nach dem Wind. Der Wind kommt immer aus der Richtung, in der die Sonne steht. Wie jeder weiß, geht sie im Winter im Westen auf und im Sommer im Osten. Dann also, ich frage mich, ob wenn ich jetzt den Wind auf Westen drehe und dann Winter mache. Das mache ich jetzt mal. Und dann gucken wir mal, ob er denkt. Er denkt ja anhand des Windes, so und so ist jetzt die Zeit. So, warte mal, wo ist die? Machen wir auf Westen. So, jetzt haben wir Westen. Dann kommt nämlich auch die Treppe. Und dann, das passt nämlich eigentlich auch zusammen, dass die Treppe dann ist. Und dann machen wir Winter. Dafür nehmen wir den Farbstein weg. Und gehen wieder zurück. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Schläft er jetzt? Nee. Manu. Habe ich jetzt falsch rumgedacht? Aber ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Ist jetzt auf jeden Fall Winter. Warum ist immer alles... Und diese eine Pfauenfeder leuchtet jetzt auch komischerweise. Es ist Winter. Das ist ja schon mal... Moment, das machen wir mal anders. Ach Quatsch, ich gehe immer hier aus Versehen falsch rein. Irgendwann wird er ja wohl schlafen. Also muss ich nur das richtige Ding finden. So, jetzt drehen wir den mal. Ist vielleicht einfach nur auf der falschen Seite. Westen, jetzt nehme ich mal Osten. Quatsch, Kelch wieder nehmen, Osten. Schläft er? Nee, ist doch immer noch... Irgendwann muss er doch mal seine Federn nimmt er bestimmt dann runter. Norden. Da. Im Süden? Was? Wieso? Hallo, wo ist meine Maus? Ach, weil er sich gerade noch auftut. Ja, im Süden. Im Süden. Im Süden muss der Kelch stehen. Habe ich ihm wohl nur noch nicht ordentlich das verstanden. Ja, bin ich auch nicht so gut drin. Ist auch egal, aber jetzt ist er am Ruhen. Und jetzt kommen wir auch an die Pfauenfedern. Ha, ich bin so gut. Ja. Er hat's nicht mal gemerkt. Wunderbar, jetzt haben wir eine. Ich habe den abnehmenden Mond erwischt. Hoffentlich kein böses Omen. Ist doch egal. Der schläft jetzt und sieht wunderschön aus. Echt toll. Jetzt haben wir das, was wir wollten. Klasse. Und ich würde sagen, an der Stelle lässt sich dann auch gut ein Cut machen. Wir sehen uns im nächsten Part. Und dann treffen wir uns direkt in der Okulunculus-Höhle wieder beim Vogelmann und mal gucken, ob das mit dem Pinsel und Farben und überhaupt, wie das alles hier so weitergeht. Bis dann!